putzmunter, sehr intelligent und extrem ausdauernd. Wenn ihr einen Border Collie in euer Leben holt, stellt euch auf Power, Action und ganz viel Tierliebe ein. Wie hinreißend und anspruchsvoll diese Hunderasse ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Der Ursprung der Border Collies lässt sich gut aus ihrem Namen herleiten. Sie stammen aus dem Grenzgebiet zwischen England und Schottland, den Border Counties, und dort hüteten sie als Herdenhunde für die dort ansässigen Bauern die Schafe. Bei Wind und Wetter sorgten sie dafür, dass immer alle Schäfchen zusammenblieben und sicher wieder nach Hause kamen. Absolute Profis also. Die erste Erwähnung eines solchen Hundes ist in einem Buch über englische Hunderassen aus dem 16. Jahrhundert zu finden. Die Border Collies, wie wir sie heute kennen, wurden dann aber erst Ende des 19. Jahrhunderts gezielt gezüchtet, wobei die Hütequalitäten immer klar im Fokus standen. Es ging bei der Zucht lange Zeit sogar ausschließlich um ihre Hüteeigenschaften. Erst als die Rasse 1976 offiziell anerkannt wurde, flossen auch äußere Merkmale in die Rassestandards ein. Seither gibt es sogar zwei verschiedene Zuchtlinien, die jeweils Schwerpunkte legen. Eben auf den Arbeitshund in der Arbeitslinie oder auf die Schönheitszucht in der Showlinie. Inzwischen gibt es auch eine Mischlinie und schließlich sprechen immer mehr von einer weiteren Sportlinie. Toll aussehen tun sie aber wirklich alle. Border Collies sind athletische, mittelgroße Hunde mit guten Proportionen und schlanken Muskeln. Sie sind besonders schnell, beweglich und ausdauernd. Rüden werden um die 53 cm hoch und bis zu 20 kg schwer, Hündinnen sind meist etwas kleiner und leichter. Border Collies haben einen breiten Kopf mit ausgeprägtem Stopp, mittelgroßen Ohren und freundlichen Augen, die aber bei der Arbeit hochkonzentriert ihre Aufgabe fixieren können. Das nennt man übrigens Eyeing und das hat der Border Collie besonders gut drauf. Er ist sogar für sein Strong Eye bekannt, den intensiven Blickkontakt mit der Herde. Laut Rassestandards gibt es beim Border Collie Fell in zwei Längen, mäßig lang oder stockhaarig, aber immer mit einer dichten, wasserabweisenden Unterwolle, die Schutz vor jedem Wetter bietet. Bei den Farben gibt es sehr viel Spielraum, wobei der Black and White Style am bekanntesten ist. Darüber hinaus sind eigentlich fast alle Farben erlaubt, nur darf das Weiß niemals dominieren. Mögliche Fellfärbungen sind zum Beispiel Rot, Black oder Blue Merle, Red Merle, Gold oder Lilac. Der Ursprung als Hütehunde erklärt auch den starken Charakter der Border Collies. Sie sind gehorsam, sehr intelligent, super aufmerksam und sie können sich sehr gut konzentrieren. Sie haben starke, uralte Instinkte und treffen in Sekunden schnelle Entscheidungen. Und sie lernen schnell. Achtet aber auf eine konsequente Erziehung, denn einmal erlernte Unarten legt der Border Collie nur sehr schwer wieder ab. Seine große Anhänglichkeit und die Zuneigung zu Kindern machen ihn zu einem tollen Familienmitglied. Er bringt seiner Familie viel Liebe und Aufmerksamkeit entgegen und wacht treu über seine Liebsten. Bei seiner Haltung sollte klar sein, er ist und bleibt ein Arbeitstier, das körperlich und geistig gefordert werden will. Daher ist es sehr wichtig, den aktiven Vierbeiner auszulasten. Und er ist fast unersättlich. Er bringt auch noch das 100. Stöckchen, selbst wenn er eigentlich längst todmüde ist. Daher solltet ihr auch auf regelmäßige Ruhepausen achten. Es ist denen ganz wie beim Schafehüten. Wenn alle brav fressen, kann der Aufseher ein Nickerchen machen. Wenn ihr Tipps und Anregungen zur Beschäftigung sucht, schaut doch mal in unseren Kanal. Border Collies sind zum Beispiel absolute Profis im Agility. Was das genau ist, könnt ihr in diesem Video sehen. In der Pflege ist der Border Collie nicht besonders anspruchsvoll. Regelmäßiges Bürsten reicht aus, um Schmutz und kleine Knötchen zu entfernen. Wie bei den meisten Hunden gilt aber zum Fellwechsel, bitte etwas öfter kämmen, wenn ihr in eurer Wohnung keinen Hundehaarteppich wollt. Schaut einfach immer mal wieder in unseren Kanal und wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr dann auch keine spannenden Infos mehr. Bei der Fütterung solltet ihr beachten, dass so ein aktiver Hund wie der Collie auch genügend Energiezufuhr bekommt. Eine große Auswahl an Futter findet ihr natürlich bei uns im Markt oder Online-Shop. Na, habt ihr schon Bekanntschaft mit so einem schwarz-weißen Energiebündel gemacht? Wie haltet ihr euren Border so auf Trab? Oder besser gesagt, er euch? Wir freuen uns auf eure Kommentare und sagen bis zum nächsten Mal.